Clermont im Jahr 1095. Papst Urban II. Ruft die europäische Ritterschaft auf, sie möge nun endlich von ihren Kriegen ablassen und stattdessen zur Bekämpfung der Heiden aufbrechen. Der Kreuzzug, so der Papst, sei der Wille Gottes. Der Chronist Fulcher zitiert den Papst. Die Türken haben sich bis zum Bosporus ausgebreitet. Darum bitte ich euch, dass ihr dieses verbrecherische Volk rechtzeitig von unseren Gebieten verjagt. Mögen diejenigen, die bisher Räuber waren, Streiter Christi werden. Mögen diejenigen, die bisher Söldlinge waren, gegen ein paar Münzen jetzt die ewige Belohnung gewinnen. Der Bußerlass war allerdings mit einem Verzicht auf irdische Bereicherung verbunden. Das Konzil bestimmte: Wer nur aus Frömmigkeit und nicht für Ehre oder Geld zur Befreiung der Kirche nach Jerusalem zieht, dem soll die Reise auf jede Buße angerechnet werden. Kreuzzugsprediger hatten den Aufruf verbreitet. Die Frommen lockten sie mit dem Bild des himmlischen Jerusalem, die Armen mit den irdischen Gütern des Orients, dem Land, wo Milch und Honig fließen. An die 100.000 Menschen dürften dem Aufruf gefolgt sein. Die meisten starben unterwegs durch Hunger und Krankheit. Erreichen ein paar tausend Kreuzfahrer Jerusalem und stürmen die Stadt nach kurzer Belagerung. Unter den Muslims und Juden richten sie ein Blutbad an. Der Autor der Gesta Francorum, ein Augenzeuge. Sie hetzten die Sarazenen bis zum Tempel Salomons, wo sie Zuflucht suchten und den ganzen Tag erbittert gegen unsere Männer kämpften, sodass der Tempel vor Blut strömte. Schließlich waren sie besiegt und unsere Männer machten im Tempel viele Gefangene, Männer und Frauen. Sie töteten, wen sie aussuchten, und sie schonten, wen sie aussuchten. Auf dem Dach des Tempels drängten sich viele Heiden beiderlei Geschlechts, die Tankred unter den Schutz seiner Fahne stellte. Viele Bewohner überlebten also das erste Massaker. Die Sieger waren in Eile. Es war vereinbart worden, die Stadt vollständig in Besitz zu nehmen. Wer ein Haus erobert hatte, sollte die Neuerwerbung mit seinen Zeichen markieren. Der Autor der Gesta: Unsere Männer rannten durch die ganze Stadt und nahmen Gold und Silber, Pferde und Maultiere und Häuser mit all ihren Gütern in Besitz. Dann kamen sie fröhlich und weinend vor übergroßer Freude zum Gottesdienst in die Grabeskirche des Erlösers. Raymond d'Aguillé. Nach dem Fall der Stadt war es der schönste Lohn, den Gottesdienst in der Grabeskirche zu erleben. Das Klatschen der Hände, die Freude, das Singen eines neuen Liedes zum Herrn. Ihre Seelen boten sich dem siegreichen und triumphierenden Gott mit Lobgebeten, die sie in Worten nicht ausdrücken konnten. Nach dem Gottesdienst widmen sich die Kreuzfahrer weiter der Besitznahme der Stadt. Noch lebt ein Teil ihrer Bewohner. Der Autor der Gesta: Am nächsten Morgen schlichen sie auf das Dach des Tempels und griffen die Sarazenen an, sowohl Männer als auch Frauen, und schlugen ihnen mit dem Schwert die Köpfe ab. Einige Sarazenen stürzten sich kopfüber vom Dach. Tankred war sehr zornig, als er das sah. Tankred, der sie ja unter seinen Schutz gestellt hatte, sieht sich um die Möglichkeit beraubt, die Muslims gegen Lösegeld freizulassen.
Raymond von Toulouse trifft mit der Besatzung der Zitadelle, dem Davidsturm, eine Abmachung und hält sie auch ein. Die Muslims dürfen abziehen. Albert von Aachen. Da wurde der Graf Raymond durch seine Habsucht verführt und ließ die sarazenischen Soldaten in der Davidsburg gegen eine ungeheure Summe Lösegeldes frei. Bei einem Rat der Fürsten wird beschlossen, alle noch lebenden Einwohner zu töten. Albert zitiert den Beschluss. Es scheint uns der beste Rat, alle Sarazenen und Heiden, die jetzt noch gefangen gehalten sind, unverzüglich mit dem Schwerte zu töten, damit wir nicht durch List und Betrug von ihnen Schaden erleiden. Nach Albert von Aachen wurde der Befehl zur Tötung am dritten Tag nach der Eroberung gegeben. Und siehe, alle greifen zu den Waffen und werfen sich mit fürchterlichem Morden auf das ganze heidnische Volk. Die sie vorher des Geldes wegen oder aus christlichem Mitleid verschont hatten, machen sie mitten in der Stadt in den Gassen nieder. Auch Mädchen, Weiber und vornehme Frauen, Schwangere, Mütter mit ihren Kindern stoßen sie nieder oder werfen sie mit Steinen tot. Die Mädchen aber, die Weiber und Frauen, fassen in ihrer Todesangst die Christen flehend um den Leib, aber umsonst rufen sie um Mitleid und Erbarmen. Auch der arabische Chronist Ibn al-Atr berichtet, die Beseitigung der Bevölkerung hätte mehrere Tage gedauert. Die Einwohner wurden dem Schwert überliefert und die Franken mordeten in der Stadt eine Woche lang. Das Massaker von Jerusalem gilt als eine der herausragenden Schandtaten in der Geschichte der Menschheit. Zur Erklärung wurde angeführt, die Kreuzfahrer hätten nach den erlittenen Strapazen im Wahnzustand gehandelt, in einer Art religiösem Blutrausch. In der zweiten Phase des Massakers ist systematisch getötet worden. Vor der Erstürmung hatten die Kreuzfahrer bestimmt, ganz Jerusalem solle in den Besitz der Kreuzfahrer übergehen. Der Beschluss zur Tötung der Überlebenden ist die kalt berechnete Konsequenz der totalen Besitzergreifung. Jerusalem wurde planmäßig von Muslims und Juden gesäubert. Aber nun lag die Stadt voller Leichen. Der Autor der Gesta: Es erging ein Befehl, dass die Leichen der Sarazenen vor die Mauern der Stadt geworfen werden sollten. Der Gestank war fürchterlich, weil die ganze Stadt voller Toter war. So zerrten die überlebenden Sarazenen die Toten vor die Stadttore und türmten sie zu Haufen so groß wie Häuser. Niemand hat je von einer solchen Abschlachtung von Heiden gehört. Gott allein weiß, wie viele es waren. Es waren Zehntausende, Muslims, Juden, sicher auch Christen. Noch Monate später liegt der Leichengeruch über der Stadt. Der fatimidische Statthalter hatte beim Herannahen der Kreuzfahrer die Christen aus der Stadt gewiesen. Zweifelhaft ist, ob alle Christen dieser Aufforderung folgten. Dazu fragte ich Joshua Braver, einen der großen Gelehrten auf dem Gebiet der Kreuzzüge. Wenn es Christen in der Stadt gegeben hätte noch, hätten die Kreuzritter sie unterscheiden können von der anderen Bevölkerung? No, it was almost impossible. Nein, das war für Europäer fast unmöglich. Wer aus dem Westen kommt, braucht sehr lange, um die verschiedenen Gruppen zu unterscheiden. Viele Christen, die Bärte trugen, wurden getötet, weil sie orientalisch aussahen. Es sei denn, sie trugen christliche Symbole, etwa ein Kreuz. Aber es liegt auf der Hand, dass kein Christ es während der Belagerung gewagt hat, ein Kreuz zu tragen. Das wäre ziemlich dumm gewesen. So wurden möglicherweise einige Christen getötet, oder auch viele. Nun liegen schwierige Aufgaben vor den Kreuzfahrern. Es gibt keine Verwaltung mehr, kein Handwerk, keine Märkte, keine Besitzrechte. Grundstücke, Kirchen und Häuser müssen verteilt werden, ordentlich mit Brief und Siegel. Die Kreuzfahrer brauchen eine Regierung. Musik.
Der Chronist aus Agilliers. Nach 6 oder 7 Tagen folgten die Anführer dem Brauch und wandten sich der Wahl eines Königs zu, damit dieser regiere, die Steuern eintreibe, die Ländereien vor weiterer Verwüstung beschütze und dem Volk als Ratgeber diene. Albert von Aachen. Da aber das jämmerliche Hinmorden der Heiden vollendet war, traten am nächsten Sonntag die Gläubigen und die Fürsten zusammen und beschlossen, die Herrschaft der Stadt und die Bewachung des Heiligen Grabes dem Grafen Raymond zu übertragen. Raymond lehnt ab. Schließlich übernimmt Gottfried von Bouillon das Amt. Er will nicht König sein, wo einst Jesus die Dornenkrone getragen hatte. Gottfried nimmt den Titel Beschützer der Grabeskirche an. De facto ist er König. Gottfried tritt sein Amt mit einer leeren Staatskasse an. Er hatte sich nach Albert beim Plündern nicht beteiligt. Solange er regierte, war er von Geldsorgen geplagt. Gottfried von Bouillon galt als aufrecht und fromm, so dass man ihm wohl auch zumuten konnte, arm zu sein. Reich ist dagegen der Normanne Tancred, der die Gold- und Silberschätze aus der Felsenmoschee an sich gebracht hatte. Er investiert aber seine Mittel nicht in den neuen Staat. Da er sich weigert, die Wertsachen auszuliefern, beschließen die Anführer, er möge sie behalten. Die Stimmung ist gereizt. Streit gibt es unter den Klerikern und Feudalherren auch wegen der Besetzung des Stuhls des Patriarchen von Jerusalem. Es geht um die Pfründe der Grabeskirche, die ergiebigste Einnahmequelle in Jerusalem. Umstritten ist auch die Zitadelle, die von den Südfranzosen gehalten wird. Gottfried fordert die Herausgabe. Graf Raymond von Toulouse hatte die Zitadelle erobert und seine Kasse mit dem Lösegeld der Garnison aufgebessert. Wer den Davidsturm besetzt hält, hat die eigentliche Macht in Jerusalem. Raymond weigert sich daher, das Bollwerk an Gottfried zu übergeben. Die allgemeine Stimmung ist gegen Raymond. Sämtliche Feudalherren drängen den verbitterten Grafen, die Zitadelle zu räumen. Schließlich kommt es zu einem Kompromiss. Raymond übergibt die Zitadelle an den Bischof von Albara, der Neutralität zusichert. Der Bischof hält sich aber nicht an die Absprache und liefert die Zitadelle an Gottfried aus. Nun ist der Herzog von Niederlothringen der mächtigste Mann in Jerusalem. Dass er mit einer Dornenkrone gekrönt worden sei, wie der Miniaturenmaler es darstellt, ist allerdings dem Reich der Legende zuzuweisen. Herzog Gottfried von Bouillon war mit den Gepflogenheiten vertraut, die unter Feudalherren herrschten. Als junger Mann war er in den Streit zwischen Papst Gregor dem VII. Und Kaiser Heinrich dem IV. Geraten. Als Gefolgsmann des Kaisers hatte er an den Kämpfen gegen die Papstpartei teilgenommen. Seinen Stammsitz in Bouillon hatte er mehrfach mit Waffengewalt behaupten müssen. In seiner Heimatstadt wird er als der herausragende Held des ersten Kreuzzuges geehrt. Als Herzog von Niederlothringen war Gottfried Herr über ein großes Gebiet. Aber reich war er nicht. Die Abgaben wurden noch weitgehend in Form von Naturalien geleistet und nicht in barer Münze. Reicher hat ihn seine Pilgerschaft nicht gemacht, aber dafür berühmter. Es gibt auch die Vermutung, Gottfried sei des Streites unter christlichen Feudalherren müde gewesen. Urban II. Hatte ja mit dem Aufruf zum Kreuzzug die europäischen Feudalherren aufgefordert, von ihren Kriegen abzulassen. Und auf vielen Konzilien wurde der Gottesfrieden verordnet. Vielleicht haben sich das manche Feudalherren zu Herzen genommen. Doch weder Europa noch Gottfried fanden zum Frieden. Und die Wälder seiner Heimat hat Gottfried nie wieder gesehen. Auch das Land, wo Milch und Honig fließen, finden die Kreuzfahrer nicht vor. Viel Steine gibt's und wenig Brot, beziehungsweise Äcker. Der Feldanbau ist in der Regel nur mit Hilfe von Bewässerungsanlagen möglich. Die Wüstengebiete taugen zwar für das Kamel als Weide, sind aber militärisch kaum zu kontrollieren. Hier werden die Kreuzfahrer nie heimisch werden. Sie bleiben in den Städten.
Als die Araber im 7. Jahrhundert Jerusalem eroberten, gehörte die Stadt zum Byzantinischen Reich. Kalif Omar schonte die christliche Bevölkerung. Er soll sein erstes Gebet außerhalb der Grabeskirche verrichtet haben, wo sich nebenan die Omar-Moschee befindet. Er wollte nicht, dass die Grabeskirche eine heilige Stätte des Islams wird. Wo Mohammed nach der Überlieferung zum Himmel aufgefahren ist, wurde die Felsenmoschee errichtet, ein heiliger Ort für muslimische Pilger. Das Gebäude zeugt vom Kunstsinn und Pragmatismus der neuen arabischen Herren. Sie beauftragen byzantinische Architekten und Bauleute, ebenso wie sie die Strukturen der byzantinischen Verwaltung und Geldwirtschaft bestehen lassen. Der Hisham-Palast bei Jericho wurde im Jahr 724 unter dem Kalifen Hisham erbaut. Ein Merkmal der hochentwickelten islamisch-arabischen Kultur war die Toleranz gegenüber Juden und Christen. Sie durften keine Waffen tragen, standen aber unter dem Schutz des Staates und durften ihre Religion ausüben. Die Muslims waren sich der gemeinsamen monotheistischen Tradition bewusst und sahen in Christus einen großen Propheten. Die Kreuzfahrer haben das nicht gewürdigt. Die christlichen Chronisten nennen die Muslims fast durchweg Barbaren und Heiden. Auch dann noch, als sie deren Hervorbringungen besichtigen konnten. Die Kreuzfahrer konnten sich an der Schönheit romanischer Dome entzücken. Was hat sie den Kunstsinn, die Kultur ihrer Feinde übersehen lassen? Die Ursache darf in der Kreuzzugspropaganda vermutet werden. Sie hat die Muslims als Gottesfeinde und Kirchenschänder dargestellt. Und auch der Augenschein vermochte das Vorurteil nicht zu ändern. In der Kreuzzugspropaganda blieb der Muslim der Nichtmensch, der Untermensch. Nach der Besichtigung der Kreuzfahrer notiert seinerseits sehr undifferenziert der arabische Chronist Usama: Wer die Franken kennt, sieht in ihnen wilde Tiere. Noch ein Beispiel der Schönheit wegen. Das Jagdschloss Qasr Amr in Jordanien. Der Kalif Walid ließ es um 710 mit Fresken ausstatten. Auch hier waren byzantinische Künstler am Werk. Solche Bilder waren später in fast allen muslimischen Ländern undenkbar. Obwohl der Fanatismus in einigen Glaubensrichtungen des Islam zunahm, blieb es aber bei der Toleranz gegenüber Juden und Christen und einem hohen Stand der materiellen und geistigen Kultur. Die Pilger von heute finden ihre jeweilige Kirche in Jerusalem vertreten. So war es auch, als die Kreuzfahrer kamen. Aber so blieb es nicht. In den Jahrhunderten der muslimischen Herrschaft hatte das griechisch-orthodoxe Konstantinopel das Patriarchat in Jerusalem verwaltet. Eine Vielzahl von Ostkirchen wie die armenische, die jakobitische und die koptische Kirche waren ebenfalls in Jerusalem vertreten, zum Ärger der orthodoxen Kirche. Die muslimischen Herrscher tolerierten aber sämtliche christlichen Richtungen. Als die ausgewiesenen Christen nach Jerusalem zurückkehren, treffen sie eine neue Situation an. Der orthodoxe Patriarch Symeon war im Exil auf Zypern gestorben. Dies ermöglicht nun die umstandslose Errichtung eines lateinischen Patriarchats. Da kein ranghoher Kleriker überlebt hatte,
wurde der wenig bekannte Arnulf als Verwalter des Patriarchats eingesetzt. Das war kirchenrechtlich problematisch. Raymond, ein Gegner Arnulfs, notiert: Anständige Kleriker wandten ein, Arnulf sei nicht einmal Subdiakon. Er wurde auch beschuldigt, ein Schürzenjäger zu sein, und man erzählte schmutzige Geschichten über ihn. In der Grabeskirche durften unter muslimischer Herrschaft auch die nicht-orthodoxen Kirchen Altäre unterhalten. Damit war nun Schluss. Arnulf setzte mit Billigung Gottfrieds 20 Kanoniker ein und verbannte alle abweichenden Riten. Die orthodoxen Christen mussten die lateinische Kirchenverwaltung akzeptieren. In der Kreuzzugspropaganda hatte das Grab Jesu eine entscheidende Rolle gespielt. Prediger wie Peter der Einsiedler erzählten von der Entdeckung des Grabes, dem Bau der Grabeskirche und der Schändung durch die Muslims. Diese Miniatur gibt den Inhalt einer solchen Predigt wieder. Die Verfolgung der Christen durch Perser und Muslims wird in den Vordergrund gestellt. Hier wird ein Christ hingerichtet. Das wahre Kreuz, von den Persern geraubt, wird nach Jerusalem zurückgebracht. Bauarbeiten an der Grabeskirche, die immer wieder von Heiden geschändet wird. Die Eroberung Jerusalems durch Muslims im Jahr 638. Peter der Einsiedler bricht auf, um das heilige Grab zu befreien. In der Kreuzzugspropaganda war behauptet worden, der Zugang zur Grabeskirche sei christlichen Pilgern verwehrt und das Grab sei besudelt worden. In Wahrheit lag die letzte Christenverfolgung unter dem Kalifen Hakim 90 Jahre zurück. Die Kreuzfahrer fanden die Grabeskirche unbeschädigt vor, als sie nach der Eroberung Jerusalems zum Gebet schritten. Albert von Aachen berichtet, dass auch die Türken während ihrer kurzen Herrschaft die Grabeskirche nicht geschlossen hätten. Auch andere Chronisten bestätigen diesen Sachverhalt. Als Motiv nennen sie die Habgier der muslimischen Statthalter, die auf die Geldleistungen der Pilger nicht verzichten wollten. Wie sah es in den Jahren 1095, 1096 in Jerusalem aus? Hatte sich die Situation für die christlichen Gemeinden oder für die Pilger dramatisch verschlechtert? Between what? Between 1095, 1096. No, not at all. Nein, überhaupt nicht. Tatsächlich wissen wir heute, dass es Gerüchte waren, die nach Europa drangen. Kind of rumors when went to Europe. Es entstand eine kritische Situation, als die seldschukischen Türken das Land eroberten in den Jahren 1071 bis 73. Aber wir wissen, dass die Lage der christlichen Bevölkerung sogar besser war als die Lage der muslimischen Bevölkerung. Die Muslims standen im Verdacht der politischen Gegnerschaft zu den Türken. Die Christen standen nicht in diesem Verdacht. In Wirklichkeit war also unter den seldschukischen Türken die Situation besser als vorher. Die Situation der Pilger mit den Kreuzzügen zu verbinden, ist eine alte Erfindung, die mit der Geschichte Peters des Einsiedlers oder von Amiens zusammenhängt. Aber das hängt nicht zusammen. Es hat nichts miteinander zu tun. Das ist wie heute. Wenn ein Tourist ins Ausland geht, fühlt er sich ständig von jedem betrogen und ist offensichtlich unwissend. Ich glaube, es gibt keine Verbindung. Historisch ist das nicht wahr. Seit Kaisermutter Helena im 4. Jahrhundert den Ort des Heiligen Grabes bestimmt hatte, war der Strom christlicher Pilger nicht abgerissen. Abgerissen waren auch nie die Klagen der Pilger über Preise, Wegzölle, Räuber und Betrüger aller Art. Es waren nicht die Ärmsten, die da klagten. Die weite Reise konnten sich nur Vermögende leisten. Und mancher Pilger hoffte, in Jerusalem noch reicher zu werden. Nach der Erfüllung seines Gelübdes richtete mancher Pilger sein Augenmerk auf Gegenstände, die im Ruf standen, Wunder zu bewirken. Wer eine kostbare Reliquie mit nach Hause bringen konnte, machte seine Heimatstadt zu einem Wallfahrtsort und mehrte so den irdischen Reichtum.
Es handelte sich um Körperteile, Nägel, Stoffreste und Holzpartikel, die mit Christus, den Aposteln und den Heiligen der Kirche in Zusammenhang gebracht wurden. Die angesehenste Reliquie, das wahre Kreuz, an dem Christus angeblich den Tod erlitten hatte, lag zu Teilen in Konstantinopel, zu Teilen in Jerusalem. Vor ihrem Auszug hatten orthodoxe Kleriker die in Jerusalem befindlichen Teile der Reliquie versteckt. Das Fehlen der Kreuzreliquie mindert das Ansehen Jerusalems als Wallfahrtsort. Auch das lateinische Patriarchat ist auf die Geldgaben der Pilger angewiesen. Nachdem Arnulf das orthodoxe Patriarchat übernommen hat, sucht er verzweifelt nach der Reliquie. Als die orthodoxen Kleriker nach Jerusalem zurückkehren, ist ihr gesamter Kirchenbesitz enteignet. Geblieben ist ihnen nur die Kreuzreliquie. Sie weigern sich, das Versteck preiszugeben. Erst nach Anwendung nicht näher beschriebener Zwangsmittel verraten sie den Kreuzfahrern den Ort. Das wahre Kreuz wird dem Kreuzfahrerstaat nicht nur als Gegenstand frommer Verehrung dienen, sondern auch als Waffe auf dem Schlachtfeld. Beistand tut auch Not. Es drohen ihnen mächtige Heerscharen. Der erste Angriff kommt aus dem Süden. Die Fatimiden in Kairo betrachten Palästina und Jerusalem als ihren rechtmäßigen Besitz. Sie beschuldigen die Kreuzfahrer, Abmachungen gebrochen zu haben und fordern den Abzug. Eine Gesandtschaft der Christen verhandelte wochenlang in Kairo. Die Fatimiden boten den Kreuzfahrern Nordsyrien und den freien Zugang nach Jerusalem. Das ist den Kreuzfahrern zu wenig. Sie riskieren den Krieg mit der fatimidischen Großmacht. Da die Kreuzfahrer die Rückgabe Jerusalems verweigern, entsendet Kairo ein Heer. Gottfried zieht mit allen verfügbaren Bewaffneten der ägyptischen Armee entgegen. Auch die Südfranzosen unter Raymond haben sich trotz der Streitigkeiten angeschlossen. Die Armee aus Kairo ist zahlenmäßig überlegen. Die Existenz des Kreuzfahrerstaates steht auf dem Spiel. Hinter Ramla hebt sich die Stimmung. Sie erbeuten die Herde der fatimidischen Armee. Der Klerus befürchtet, mancher Streiter könne der Beute wegen das Schlachtfeld verlassen. Also befiehlt Arnulf in einer Feldpredigt den christlichen Streitern: Jeder, der sich vor dem Ende der Schlacht entfernt, um zu plündern, wird exkommuniziert. Nach dem Ende der Schlacht möge jedermann umkehren, um an sich zu nehmen, was Gott uns beschert. Die Schlacht von Askalon beginnt am 12. August 1099 nach Sonnenaufgang. Dabei kommt das wahre Kreuz zum ersten Mal zum Einsatz. Die Kreuzreliquie war von den Vorbesitzern nur für friedliche Zwecke verwendet worden. Für das Byzantinische Reich und die griechisch-orthodoxe Kirche waren Krieg und Militär verachtenswerte Mittel zum Zweck. Die neuen Besitzer sehen das anders. Albert von Aachen: So wurde mit der Kreuzreliquie von der Hand Arnulfs die ganze Menge der Christen gesegnet. Und dann eilte alles eifrig zu den Waffen. Das wahre Kreuz kam gelegentlich auch in vorderster Linie zum Einsatz. Der Autor der Gesta über die Schlacht und eintretende Wunder. Die Schlacht war schrecklich, aber Gottes Macht war mit uns, sodass der Sieg bald errungen war. Die Feinde Gottes waren verwirrt und blind, denn die Macht Gottes hatte sie in Schrecken versetzt. Als ein Teil der Kreuzfahrer zu früh mit dem Plündern beginnt, gerät der Angriff ins Stocken.
Die Anführer treiben die Plünderer zurück in die Schlacht. Schließlich wenden sich die Muslims zur Flucht. Der Chronist aus Agilly berichtet über ein weiteres Wunder. Das Wunder geschah, als die Tiere der erbeuteten Herde uns folgten und ohne führende Hand standen, als wir standen, rannten, als wir rannten, marschierten, als wir marschierten. Die Kreuzfahrer glauben, Gott habe die Tiere in die Schlacht geschickt, um die Muslims über die Anzahl ihrer Feinde zu täuschen. Die Kreuzfahrer machten keine Gefangenen. Der Autor der Gesta: Einige kletterten in ihrer Angst auf die Bäume, um sich zu verbergen. Aber die unseren töteten sie mit Pfeilen, Lanzen und Klingen. Wer die schützenden Mauern Askalons nicht erreicht, wird niedergemacht. Das fatimidische Heer, zum Teil schlecht ausgebildet, wird vernichtet. Die Beute ist riesig, der Kreuzfahrerstaat gerettet. Größere Landstreitkräfte kann Kairo für Jahre nicht mehr ins Feld führen. Askalon war eine bedeutende Hafenstadt. Der fatimidische Statthalter erwägt, die Stadt an Raymond von Toulouse zu übergeben. Aber Gottfried von Bouillon lehnt ab. Er verlangt die Stadt für sich selbst. So findet die Übergabe nicht statt und Raymond zieht seine Truppen zurück. Askalon bleibt noch ein halbes Jahrhundert lang im Besitz der Fatimiden. Die Kreuzfahrer aus der Normandie und aus Flandern machen sich auf die Heimfahrt. Raymond, der nun völlig verbittert ist, begleitet sie mit seinen Truppen nach Norden. Sie erreichen die byzantinische Stadt Laodikea, die von Land und See von Kreuzfahrern belagert wird. Christen belagern eine christliche Stadt. Die Flotte kommt aus Pisa. Daimbert, Erzbischof von Pisa, wird Ende 1098 von Papst Urban II. Beauftragt, nach Jerusalem zu reisen. Die Seehandelsstadt Pisa hat inzwischen, wie Amalfi, Genua und Venedig, die Bedeutung des Kreuzzuges für den Osthandel erkannt. Die Seehandelsstädte machten zwar gute Geschäfte mit Kairo, sie waren aber auch an Niederlassungen in den Hafenstädten der Kreuzfahrer interessiert. So startet der Rat von Pisa eine Flotte aus und unterstellt sie Daimbert, dem Erzbischof von Pisa. Die Politik der Seehandelsstädte und die Kreuzzüge bleiben 200 Jahre lang verknüpft. Die Regeln des Geschäftslebens schließen allerdings das Prinzip christlicher Brüderlichkeit aus. Die Seehandelsstädte bleiben Konkurrenten und führen oft Krieg gegeneinander, auch wenn ihre Flotten unter dem Zeichen des Kreuzes segeln. Als die Flotte aus Pisa die byzantinische Insel Korfu anläuft, lässt der Erzbischof sofort den Kriegszustand herstellen. Die Insel wird geplündert. Kreuzfahrer kämpfen gegen griechisch-orthodoxe Christen. Papst Urban II. Hatte den Kreuzzug ausdrücklich zur Unterstützung der von den Türken bedrängten Brüder der Ostkirche ausgerufen. 3 Jahre später plündern Kreuzfahrer unter Führung eines Erzbischofs byzantinische Christen aus. Sie handeln weder rechtlich noch brüderlich. Die Kreuzzugsidee bestimmt nicht den Alltag ihrer Ausführung. Während die pisanische Flotte weiter segelt und plündert, mobilisiert Kaiser Alexios in Konstantinopel eine Flotte gegen die Angreifer. Im Sommer 1099 treffen die Flotte aus Pisa unter Daimbert und eine byzantinische Flotte vor Rhodos aufeinander. Die Byzantiner können ein pisanisches Schiff erobern, aber ein Sturm ermöglicht den Pisanern die Flucht.
Daimbert segelt weiter und greift mit Kreuzrittern aus Antiochia die byzantinische Stadt Laodikea an. Bohemund, der Herr Antiochias, führt schon lange Krieg gegen Byzanz. Nach langer Belagerung hatte das Kreuzfahrerheer im Juni 1098 die von Türken besetzte Stadt Antiochia eingenommen. In der vormals byzantinischen Stadt blieb das Kreuzheer monatelang liegen und zog nicht weiter nach Jerusalem. Die Kreuzfahrer hatten eidlich versichert, alle eroberten Gebiete an Byzanz zurückzugeben. Die Mehrheit der Anführer wollte sich auch an den Eid halten. Trotzdem behielt der Normanne Bohemund Antiochia und gründete einen Kreuzfahrerstaat. Das war eine Kriegserklärung an Byzanz. Die Kreuzfahrer hatten also schon auf dem Weg nach Jerusalem auf byzantinischem Gebiet zwei Fürstentümer gegründet: Antiochia unter Bohemund und Edessa unter Balduin. Es kommt zu innerchristlichen Kämpfen mit byzantinischen Truppen um den Besitz wichtiger Städte. Bei der Besitznahme von Mamistra kämpfen sogar zwei Kreuzfahrertrupps gegeneinander, zum Leidwesen mancher Kreuzfahrer. Joshua Praver spricht in seinem Buch »Die Welt der Kreuzfahrer« von einem ideologischen Bankrott des ersten Kreuzzuges. Am Anfang begleitete die Kreuzfahrer eine Art messianischer Elan. Das zeigen die häufigen Wunder, die immer eine Begleiterscheinung messianischer Bewegungen sind. Das bleibt zwei Jahre so, bis 1098. Man kann eine Regel aufstellen, nach der keine messianische Anspannung länger als zwei Jahre anhält, so wie reine Ideologie selten Strapazen überlebt. Es geschah Folgendes. In der zweiten Hälfte des Jahres 1098, als die Kreuzfahrer in Nordsyrien waren, eroberten sie Antiochia. Es zeigte sich, dass es sehr einfach war, in Syrien Fuß zu fassen. Da war das heilige Grab in gewisser Weise vergessen. Ich würde sagen, dass die Ideale ausgetauscht wurden. Also lasst uns das Land nehmen und hier siedeln. Der Fluss Orontes wurde zum Jordan. Und die kleinen arabischen Städte wurden zum Ersatz für Jerusalem. In diesem Augenblick gibt es eine Revolte bei den Massen. Sie drohen den Kreuzrittern Antiochia und die anderen Städte anzuzünden, um sie zu zwingen, weiter nach Jerusalem zu ziehen. Es lässt sich auf das Neue Testament zurückführen. Die Reinheit der Religion wird von den Ärmsten bewahrt, durch die Habenichtse. Als ich vom Bankrott sprach, meinte ich, dass der frühe messianische Elan, das Ziel, in Nordsyrien verloren gegangen war. Es erwachte später erneut, ging also nicht ganz verloren, als sie die Stadt Jerusalem eroberten. Im Herbst des Jahres 1099, nach der Schlacht von Ascalon, ziehen die heimreisenden Truppen aus der Normandie und Flandern mit den Südfranzosen unter Raymond nach Laodikea. Vor Laodikea liegt die Flotte aus Pisa unter Erzbischof Daimbert und belagert die christliche Stadt. Später bringt der Bischof vor, Bohemund habe den Plan entwickelt und ihm falsche Auskünfte über die Bürger gegeben. Dass Laodikea byzantinisch war, kann dem Erzbischof aber nicht entgangen sein. Die Miniatur zeigt Daimbert und Bohemund. Als Raymond von Toulouse Laodikea erreicht, ist er ein weiteres Mal entsetzt. Auch der Chronist Albert von Aachen ist empört. Nun quälten die Kreuzfahrer in langem und heftigem Ansturm die Bürger. Und es fehlte nicht viel und die Stadt wäre genommen und alles zu Unrecht dem Bohemund unterworfen worden. Raymond stellt den Erzbischof zur Rede, der daraufhin die Flotte zurückzieht. Bohemund gibt die Belagerung auf und die Byzantiner öffnen Raymond die Tore. Im Süden belagert Gottfried von Bouillon die Hafenstadt Arsuf. Der fatimidische Regent zahlt Tribut an Gottfried
und in der Stadt residiert der Ritter Gerhard von Avesnes als Mitregent. Doch Gottfried bricht die Abmachung mit dem muslimischen Statthalter und greift die Stadt an. Die Verteidiger binden den Ritter Gerhard von Avesnes an das Stadttor, in der Hoffnung, die Kreuzfahrer würden den Beschuss einstellen. Gerhard bittet Gottfried um Erbarmen. Vergeblich. Gottfried antwortet: Nun musst du wohl sterben. Aber besser, du stirbst allein, als dass diese Stadt den Pilgern weiter feindselig ist. Denn wenn du heute den irdischen Tod stirbst, so hast du droben im Himmel an der Seite Christi ein ewiges Leben. Als Gerhard mit 10 christlichen Pfeilen gespickt ist, zeigen die Muslims Erbarmen und binden Gerhard los. Sie pflegen ihn gesund und lassen ihn frei. Gottfried muss die Belagerung aufgeben. Seine Streitmacht reicht nicht aus. Er hat nur Kosten gehabt und eine Geldquelle verloren. Im schlecht geschützten Hafen von Jaffa beginnt der geschäftliche Teil der Staatsgründung. Muslimische Karawanen werden nicht mehr grundsätzlich beraubt, wie am Anfang, sondern mit Zoll belegt und nach Jaffa umgeleitet. Mit 25 Berittenen erobert der Normanne Tancred Galiläa, sichert damit den Kreuzfahrerstaat nach Norden und wird ein reicher Mann. Die Muslims von Tiberias fliehen, als die Kreuzfahrer anrücken. Die Christen in Tiberias sind hoch erfreut, die Juden eher besorgt, weil sie sich an das Gemetzel in Jerusalem erinnern. Tancred kann sich nicht nur behaupten, sondern unternimmt sogar Beutezüge gegen seine muslimischen Nachbarn. Seine Gegner sind schwach, weil sie zerstritten sind. Kairo und Damaskus führen Krieg gegeneinander. Tancreds mächtigster Nachbar, Dukak von Damaskus, hat auch noch ständig Händel mit seiner Familie. Tancred, der ehemals landlose Adlige, ist nun ein begüterter Feudalherr in Galiläa. Zu seinem Besitz gehören die Orte, die durch das Wirken Jesu Berühmtheit erlangten. Folgt man den Evangelisten, so sprach Jesus hier von der Seligkeit der Armut und der Notwendigkeit des Friedens. Rund 1000 Jahre hat die Kirche an der Auslegung gearbeitet. Nun haben die Kreuzritter mit dem Ruf »Gott will es« das Gelände erobert. Bohemund von Antiochia und Balduin von Edessa haben infolge des plötzlichen Landgewinns versäumt, ihre Wallfahrt zu vollenden. Im Dezember reisen sie zu den heiligen Städten. Das Weihnachtsfest feiern alle zusammen in der Geburtskirche in Bethlehem. Bohemund, Herr über Antiochia, Balduin, Herr über Edessa, Tancred, Herr über Galiläa und Gottfried, Herr über Jerusalem, feiern die Geburt des Herrn. Mit Bohemund ist auch Daimbert, der Erzbischof von Pisa, angereist. Die Weihnachtsfeier ist nur der Anlass für das Treffen. Es geht um die Neubesetzung des Patriarchats und die Nachfolge des schon etwas betagten Gottfrieds. In Jerusalem machen die Fürsten Daimbert zum Patriarchen von Jerusalem. Der Erzbischof hatte gedrängt und offensichtlich mit Geldgeschenken nachgeholfen. Nun ist Daimbert Herr über die Einkünfte der Grabeskirche und kann im Namen des Papstes Lehen vergeben. Dies geschieht dann auch vielfältig. Gottfried empfängt Jerusalem, Tancred Galiläa, Bohemund Antiochia und Balduin Edessa. Nachdem Bohemund und Balduin wieder abgereist sind, wird Gottfried diplomatisch aktiv. Er schließt mit den muslimischen Küstenstädten Tributverträge. Gottfried verfügt jetzt über eigene Einkünfte, die auch gleich Begehrlichkeit erwecken. Der Patriarch verlangt von Gottfried die Städte Jaffa und Jerusalem. Gottfried lehnt ab, denn
denn das ist alles, was er hat. Da Gottfried die Zitadelle beherrscht, kann Daimbert seinen Willen nicht durchsetzen. Aber es wird vereinbart, dass Jerusalem und Jaffa nach Gottfrieds Ableben an das Patriarchat fallen. Als Gottfried erkrankt, glaubt der Patriarch seinem Ziel nahe zu sein. Aber Gottfried erholt sich etwas und verhandelt mit einer Delegation aus Venedig. Es wird beschlossen, die Hafenstadt Akkon anzugreifen. Venedig verlangt für seine Dienste ein Drittel der Stadt, dazu eine Straße und eine Kirche. Daimbert nimmt am Feldzug gegen Akkon teil. Er wird Anlass haben, seine Mitwirkung zu bedauern. Und sie bringt auch wenig ein. Das reiche Akkon ist zu stark befestigt. Die Venezianer und die Truppen des Kreuzfahrerstaates erobern ersatzweise am 25. Juli die Stadt Haifa. Alle Bewohner werden umgebracht. Gottfried war eine Woche vorher in Jerusalem gestorben. Er wird in der Grabeskirche beigesetzt. Der Sarkophag befand sich hier und hat die Zeitläufte nicht überdauert. Ein Modell befindet sich in Gottfrieds Heimatstadt. Die Inschrift lautet: Hier ruht Gottfried, der berühmte Graf von Bouillon. Er eroberte dieses Land für den christlichen Kult, dass seine Seele mit Christus regiere. Amen. In Jerusalem regiert nach Gottfrieds Ableben kein Friede. Sein Bruder Balduin von Edessa und Patriarch Daimbert streiten sich um die Macht im Staat. Balduin behält die Oberhand und Daimbert muss in ein Kloster fliehen. Die Analyse der Lage bringt beide zum selben Ergebnis. Man braucht einander. Sie versöhnen sich und Daimbert bleibt Patriarch. Viel Freude werden sie nicht miteinander haben. Der Streit um die Einkünfte der Grabeskirche macht sie bald wieder zu Feinden. Daimbert krönt Balduin in der Geburtskirche in Bethlehem. Damit ist das neue Königreich auch kirchenrechtlich sanktioniert. Es wird rund 200 Jahre bestehen. Im Namen des Friedensfürsten, aber selten im Frieden. Als eine Flotte aus Genua eintrifft, eröffnet Balduin die Offensive gegen die fatimidischen Küstenstädte. Er nimmt die Genuesen unter Vertrag und sichert ihnen ein Drittel der Beute und eine Marktstraße in jeder eroberten Stadt zu. Caesarea wird 14 Tage lang belagert. Dann beginnt der Sturmangriff. Albert von Aachen. Der Herr Patriarch trug das Kreuz des Herrn zum Schutz und zur Verteidigung des katholischen Volkes voran, mit heiligem weißen Priestergewand als einem Panzer angetan. Die Bewohner hatten sich geweigert zu kapitulieren. Daher hatte Balduin angeordnet, sie alle zu töten. Sie überstiegen auf Leitern die Mauern der starken Burg und richteten unter den Sarazenen ein schweres Blutbad an, machten die einen nieder und nahmen die anderen gefangen und plünderten eine große Menge von Gold, Silber und kostbaren Purpurstoffen. Nur einige Wohlhabende wurden verschont und gegen Lösegeld freigelassen. Den anderen nützte auch die Flucht in die Moschee nichts. Sie wurden alle umgebracht. Balduin hatte das Gemetzel nicht aus Mordlust angeordnet, sondern um ein Exempel zu statuieren. Nur wer kapituliert, kann Schonung erwarten. Die Garnison von Arsuf ist lernfähig und ergibt sich. Nun verfügt das Königreich über drei Hafenstädte. Die Einkünfte des Staates aber bleiben kärglich. Nach jeder Eroberung muss der König Privilegien und Nutzungsrechte an alle Mitwirkenden verteilen. Vor allem die Seehandelsstädte nutzen die ihnen eingeräumten Kirchen, Stadtteile und Handelsrechte rigoros für ihre eigenen Zwecke. König Balduin, der die Söldner bezahlen muss, ist ständig in Geldnot. Nur langsam gelingt es ihm, das Königreich ökonomisch und militärisch zu stabilisieren. Im Süden lässt Balduin 1115 eine Grenzburg errichten, fast 200 Kilometer vom nächsten Stützpunkt entfernt. Mit der Burg Crac de Montréal, oder auch Schaubeck genannt,
kontrolliert das Königreich die Handelsstraße Mekka-Damaskus. Die Kreuzritter haben erkannt, dass die Erhebung von Wegzöllen auf die Dauer ergiebiger ist als die Plünderung der Karawanen. Die ständigen Raubzüge hatten den Handel beinahe zum Erliegen gebracht. Das Heer des Königreichs bestand nur aus ein paar hundert Berittenen und einigen tausend Fußsoldaten. Daher mussten die Kreuzfahrer ihre Grenzen mit Burgen sichern. Die Einheimischen mussten die Bauwerke errichten, den Stil bestimmten die Bauherren. So kommt es, dass der Reisende aus Mitteleuropa sich hier in seine Heimat versetzt sieht. Ein Jahr später stößt ein Trupp unter Balduin bis ans Rote Meer vor, zum Golf von Akaba. Auch hier lässt Balduin eine Burg bauen. Diese Burgen und der Streit zwischen den muslimischen Nachbarn ermöglichen das Überleben der Kreuzfahrerstaaten. Es wird nicht lange dauern, bis es zu wechselnden Bündnissen zwischen muslimischen und lateinischen Staaten kommt und sich Kreuzfahrer auf dem Schlachtfeld gegenüberstehen. Im Alltag der Kreuzfahrerstaaten spielt die Kreuzzugsidee keine Rolle mehr. Ihre ständige Neubelebung erfolgt in Europa. Die Kreuzfahrer residieren als Kriegerkaste in den Burgen und Städten. Sie interessieren sich nicht mehr für die Religion ihrer Untertanen, sondern für deren Erträge und Steuern, ähnlich wie ihre muslimischen Vorgänger. Deren Toleranz übernehmen sie allerdings nicht. Die muslimische Bevölkerung, die die Herrschaft ausübte, wurde die unterworfene Bevölkerung. Sie wurde sozial herabgestuft. Ich nehme an, dass die muslimische Elite im weiteren Sinn, verschwand. Die Amtsinhaber, die Regierungsbeamten, die Kommandeure von Militärstützpunkten und Garnisonen. Aber auch Gelehrte, geistige Führer, Kadis, Ulemas. Man findet kaum einen Kadi im Kreuzfahrerstaat, aber es gab wohl ein paar. Es liegt hier eine vollkommene Degradierung durch die Tatsache der Eroberung vor. Das ist das Merkwürdige. Die orientalischen Christen, die erwartet hatten, befreit zu werden, wurden nun rechtlich genauso behandelt wie die unterworfene Bevölkerung. Das schloss ungefähr ein halbes Dutzend christliche Kirchen ein. Die Kreuzfahrer hatten keine Ahnung, was es bedeutete, wenn sie von der östlichen Christenheit sprachen. Sie dachten, es sei ein Block. Jetzt fanden sie griechisch-orthodoxe, Nestorianer, Maroniten, Jakobiten, Gott weiß wen, Kopten und so weiter. Und das Gleiche galt merkwürdigerweise für die Juden. Die Regel war, und es war eine strikte Regel, dass unterschiedliche Kleidung getragen werden musste. Ich würde sagen, dass die Kreuzfahrer die ersten waren, die ein vollständiges Apartheidssystem einrichteten. Das Apartheidssystem besagte, entweder bist du Europäer und Lateiner, also katholisch, oder du bist es nicht. Meaning belonging to Latin Church, or you are not. If you are not. Es gab eine französische Floskel in den Gesetzen des Kreuzfahrerstaates. Die Völker, die nicht der Autorität Roms gehorchen, dies ist eine große Gruppe. Das war die befremdliche Situation für die Juden und die anderen. Nebenbei war Jerusalem sowohl für Muslims als auch Juden eine verbotene Stadt. Keinem Muslim und keinem Juden war es in den nächsten 100 Jahren erlaubt, in Jerusalem zu leben. Woanders wurden alle gleich behandelt. Enttäuscht waren die einheimischen Christen. Sie nahmen an, sie würden befreit. In gewisser Weise wurden sie befreit. Die Religionsausübung war frei. Aber die großen Kirchen wurden von den Lateinern übernommen. Die Grabeskirche und jede größere Kirche gehörte den Kreuzfahrern. Es gab eine Nivellierung der gesamten unterworfenen Bevölkerung und eine Gleichschaltung. Jeder gehört zur gleichen Kategorie, ob er Muslim ist oder nicht.
Dies ist wohl ein frühes Beispiel für ein Verhalten als Kolonialherren gegenüber einer unterworfenen Bevölkerung. Die Kreuzfahrer waren als Eroberer gekommen, wie zuvor die Araber und die Türken. Sie blieben als die neuen Herren. Auch das war das Übliche. Aber die Kreuzfahrer entwickelten etwas Neues. Das Prinzip des Herrenmenschen, der gesetzt ist über Völker und Reiche durch Gottes eigenen Ratschluss. Danach gehört die Erde denen, die im Besitz des einzigen wahren Glaubens sind. Und weil sie so waren, blieben sie Fremde in einem fremden Land. Und weil sie Fremde blieben, brauchten sie mächtigere Burgen als die Herren, die sie abgelöst hatten. Die Muslime sehen sich als die rechtmäßigen Besitzer des Landes. Sie lassen nicht ab, es wiederzugewinnen. Die Kreuzfahrer werden hier nie in Frieden leben. 200 Jahre müssen sie im Namen des Kreuzes um dieses Land kämpfen, um es am Ende zu verlieren. Hinter den riesigen Mauern bauen die Soldaten Christi ihre Kirchen nicht nur der Andacht wegen. Sie symbolisieren den Rechtsanspruch. Wer nicht katholisch ist, ist Heide und damit rechtlos. Alles Land der Heiden gehört nach dieser Rechtsauffassung den guten Christen und die Kirche vergibt es als Lehen. Es war das Motto der Kreuzfahrer. Gott will es. Gott will es. Das christliche Abendland hat begonnen, sich die Erde untertan zu machen. Das Buch zur Serie Die Kreuzzüge, Krieg im Namen Gottes von Peter Milger ist im Buchhandel erhältlich oder kann dort bestellt werden.